ersten Tag, wenn so Schüler vorgelesen werden, Anwesenheitsliste, und der Lehrer stockt. Das bin ich. Ja, Soleimani, freut mich. Hallo zusammen. Mein Name ist Chipe Soleimani. Mein Name ist Anwar, A-N-W-A-R. Ich heiße Chimen, ich bin Sarah Kallan. Mein Name ist Benziva Kandia. Ich heiße Dunja Ratscha. Mein Name ist Jakob. Mein Name ist Arzie. Eine der schlimmsten Situationen, die ich wegen meinem Namen durchgemacht habe, war während der Lehre, wo ich einen Lehrer hatte, der einfach konsequent 3 Jahre lang mir Frau Islam gesagt hat. Meine Vorsteherin am College, 4 Jahre lang hat sie meinen Vornamen falsch geschrieben. Vorgestern habe ich mein Velo in die Reparatur gebracht und dann hat der Mann mich gefragt, wie ich heiße. Dann sage ich dem Anwar. Dann hat er das nicht verstanden und dann habe ich es buchstabiert. A-N-W-A-R. Dann hat er es dann verstanden. Einen Tag später habe ich ein SMS bekommen. Hallo Anwar, du kannst dein Velo abholen. Was ich auch schon gehört habe, Candia. Dann Abstufung von Candida gemacht, von Zahnpasta. Dann ist plötzlich ein Gandhi gekommen. Dann sage ich, ja, der Mann hat mir Gandhi, bin ich da schon nicht geredet. Ich war in der Lehre und noch ein bisschen zurückhaltend. Und die einzige Albanerin in der Klasse und ich wollte einfach kein Theater machen. Mit Familiennamen heisse ich Messerli. Und viele Leute sagen mir darum einfach auch Messerli. Dass sie mir rufen, hey Messerli, kannst du schnell kommen? Er so, ja, ich habe auch noch einen Vornamen. Ich sage dir ja auch nicht irgendwie Schneeberger. Komm, Schurti. Ich habe mal mit 13 einen Ferienjob gemacht. Und die eine Mitarbeiterin, sie hat meinen Namen nicht können, sie hat sich den nicht können merken. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du was, du heisst jetzt Gina. Leider ist es halt auch so, dass die gewisse Vorurteile haben, wenn sie spüren, wo kommt der Nachname her. Und damals war es mir auch leid gewesen und dann den Nachnamen gewechselt. Ich habe sicher mal Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, eigentlich wäre es viel, viel gäbiger, so einen Namen haben, der hier üblicher ist. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht wäre es mal gut, den Namen zu ändern. Aber dann war ich so, nein, das wird nicht zu mir passen. Ich habe wirklich 2-mal in meinem Leben in einem Vorstellungsgespräch gerade mitteilt bekommen, dass ich mit meinem Namen nicht geeignet bin. Obwohl ich alle anderen Qualifikationen mitbringe, aber sie würden sich jemanden wünschen, der allenfalls darauf verzichten würde, den eigenen Namen rauszutragen und allenfalls Künstlernamen würde akzeptieren oder einfach kein Namensschild. Also mein Nachname jetzt ist sicher ungewandt, was ich aber eigentlich noch vorteilhaft finde, weil die Leute mich nicht in irgendeine Kiste reinrühren, weil sie sagen, Kalan, was ist das? Schon nur, dass man mir das so ins Gesicht sagen kann, an einem Vorstellungsgespräch, zeigt mir, dass wir ein wahnsinniges Problem haben in der Schweiz mit dem Thema. Wie reagiere ich, wenn die Leute meinen Namen falsch aussprechen? Ich reagiere meistens gar nicht, weil es bringt mich nicht. Ausser sie sagen es wirklich kreuzfalsch, dann tun sie es schon gerne korrigieren. Wo es echt schon sehr genau hätte müssen sein, denke ich mir einfach, nein, okay, ich muss das nicht so lange erklären. Dass ich mir einfach meinen Ausweis habe genommen. Das mache ich noch recht oft, dass ich einfach meinen Ausweis nehme und zeige. Ich lasse den meisten Fällen einfach gut sein, weil ich keine Lust habe, mich müssen zu rechtfertigen. Also ich habe meinen Nachnamen geändert vor plus minus 10 Jahren. Und zwar war mein alter Nachname Cisniewar. Das ist, ich sage jetzt mal, schwierig auszusprechen, aber auch hat noch Sonderzeichen drin, die man in der Schweiz nicht kennt. Und wenn ich meinen Namen sage, Balczak, ist es immer so, also, wie sollte ich das genau aufschreiben? Bis ich 15 war, habe ich eigentlich meinen Namen immer falsch gesagt. Ich hatte dann einfach das Gefühl, okay, auf Deutsch heiße ich so. Und bin so durch mein Leben gegangen, alle haben Arzie gesagt. Manchmal nehme ich es auch mit Humor. Ich überlege mir, das ist schon wieder passiert das. Und als ich dann in die Mittelschule kam, in ein anderes Dorf, habe ich so gefunden, okay, das ist jetzt meine Möglichkeit. Ab jetzt spreche ich meinen Namen richtig aus und korrigiere auch die Leute. Was das mit mir macht, wenn jemand meinen Namen falsch ausspricht, ich frage mich dann einfach manchmal so, funktioniert etwas mit dir Zunge nicht oder irgendwie Verbindung zum Kopf mit der Zunge, mit dem Mund irgendwie nicht. Wo ich persönlich finde, es ist jetzt nicht schwierig. Etwas, was ich extrem schlimm finde, ist halt all die Leute, die dann den Namen anschauen und dann sagen, ui nein, wie soll ich das jetzt aussprechen und ah, das sieht so kompliziert aus. Du bekommst das Gefühl, dass dann mit dir etwas nicht in Ordnung ist. Und fühlst dich für das auch noch verantwortlich? Ich bin nicht beleidigt, das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber manchmal denke ich einfach gleich so, ja, Entschuldigung, heisse ich nicht Daniel. Weißt du, was ich meine? Ich habe es früher sehr schwierig gefunden, weil ich immer so denke, oh, ich habe einen komplizierten Namen. Ich muss mich so wie klein machen, damit Leute das richtig aussprechen. Recht oft, wenn ich es einfach falsch ausgesprochen höre, sehe ich so meinen Ausländerausweis vor den Augen. Ausländerausweis vor den Augen. Ja, ich habe dann auch angefangen, meinen Namen selber einfach auch hässlich zu finden und mich dafür zu schämen. Du bist eigentlich ein mega schöner Name. Aber ich habe es einfach falsch ausgesprochen und habe es wirklich auch über mich ergehen lassen. Wieso darf mir ein anderer Mensch das Gefühl geben, dass ich weniger wert bin, nur weil sie Mühe hat, meinen Namen auszusprechen? Ich glaube, es ist so ein Schweizer Ding. Nein, wir fragen jetzt nicht. Wir sagen es einfach und so ist es. He? Das löst extrem viel in jemandem aus, der sehr weh tun kann. Ich reagiere nicht, wenn die Leute meinen Namen korrekt aussprechen. Ich kann es aber fast nicht glauben. Es ist einfach so schön.
schön. Es gibt mir wirklich auch so ein gutes Gefühl, so wow, hey, merci vielmals, wirklich. Das zeigt auch so ein bisschen, dass sie Respekt vor dir haben. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich nehme jetzt diesen Platz ein, ich nehme mir jetzt das Recht. Ja, ich habe mich viel besser gefühlt. Ich habe mich wie selber auch vor respektieren, irgendwie, dass ich meinen Namen richtig sage. Und die Leute haben dann auch gesagt, oh, wow, mega schöner Name. Ich habe auch so ein bisschen Hoffnung, dass mit der Zeit immer mehr Leute gibt, die so einen Namen haben wie nicht. Der Name ist Teil unserer Identität. Und zumindest, was ich machen kann, um den Menschen zu respektieren, ist, den Namen richtig auszusprechen. Diesen Respekt würde ich mir eigentlich von allen wünschen in unserem Zusammenleben. Dass ich würde gerne den Menschen mitgeben. Anstatt dass man irgendetwas sagt, fragen doch lieber kurz schnell, wie darf ich deinen Namen aussprechen? Dann sind alle Probleme gelöst. Es wäre so einfach, es wäre so easy, wirklich. Ja. Ja. Ich glaube es nicht.